Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, diesmal mit folgenden Themen. Spitzenspiel, Hertha BSC empfängt Braunschweig. Interview, Mike Franz auf Spritztour mit Axel Kruse. Und Legende, Toni Hübler im Spielzugporträt. Alle Spieler fit, eine Woche Zeit zur Vorbereitung. Hertha BSC hat beste Bedingungen, um sich auf das Topspiel am Montag gegen Braunschweig einzustellen. Trainer Jos Luhukay will neue Euphorie rund um die alte Dame entfachen. Dazu muss Hertha einen Sieg landen. Die Fans sind bereit, über 40.000 Tickets bereits verkauft. Na, ist, glaube ich, schon ein besonderes Spiel. Es ist ein Spitzenspiel in der zweiten Liga. Ich denke, geht auch noch um was für beide Mannschaften natürlich. Und wir wollen natürlich zu Hause zeigen, dass wir gut in Form sind und natürlich auch die drei Punkte zu Hause behalten. Na du Pfeife, wo willst du denn hin? Grüß dich, ich wollte was essen gehen. Willst du mit? Ich diesen heißen Flitzer sehr gerne. Komm, gerne. Steig ein. So Mike, wenn ich dich so angucke, ich blondiere ja meine Haare, aber du blondierst sie noch mehr, oder? Ja, es war ein Fehltritt von der Friseurin. Ich hatte sie explizit gefragt, es war schon leicht gefährlich. Sie hat so, ist das schlimm, wenn wir da jetzt ein bisschen Farbe reinmachen? Sie hat so, nein, spielt keine Rolle und ja, war da ein bisschen zu viel und jetzt muss ich es rauswachsen lassen oder abschneiden. Aber wenn ich es abschneide, ist es zu kurz. Von daher, ja gut, das war ein Fehltreffer sozusagen. Sag mal ganz ehrlich, in der Kabine gibt es da einen einzigen noch, der nicht an den Aufstieg glaubt? Bei dem Abstand jetzt 12 Punkte, ne 13 sind es ja sogar. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, jetzt wird da kaum noch einer dabei sein. Also ich, meine Meinung ist ganz klar, also wir, ja, wir packen das und wir haben es zu 99% auch schon geschafft. Der Aufstieg ist sicher, dein Vertrag verlängert sich dann um 2 Jahre. Jo. Wie wichtig ist denn dabei die Kohle? Ja, muss man nicht drum herum gehen, verdammt wichtig. Also das ist natürlich gerade in dem Alter auch, ich werde jetzt im Sommer 32, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil auch gerade in der zweiten Liga haben alle auf viel Geld verzichtet. Und ja, jetzt in der ersten Liga ist natürlich auch finanztechnisch eine ganz andere Liga. Und das wäre gut und wäre auch verdammt wichtig. Von daher freue ich mich natürlich, wenn es endlich geschafft ist. Das große Thema ist ja Ronny. Die sagen alle, bleibt er nicht. Ich meine, er spielt überragend, muss man ganz ehrlich sagen. Kann die Mannschaft irgendeinen Beitrag leisten, oder kannst du einen Beitrag leisten, dass der doch bleibt, dass er sich gegen das Geld entscheidet und für Hertha? Ja, ich glaube, das ist schwierig. Das muss jeder mal für sich selber entscheiden. Er hat dies ja hier eine Situation, glaube ich, findet eine Situation vor, die für ihn optimal ist. Er hat einen Trainer, der auf ihn steht und das ist im Fußball immer verdammt wichtig. Ich meine, das weißt du selber auch, wenn du einen Trainer hast, der dich nicht mag, dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du gut trainieren, dann kannst du auch gut spielen. Nach dem ersten schlechten Spiel bist du wieder draußen. Das wird er für sich entscheiden. Wenn er geht, wäre es schade. Wenn er nicht geht, wäre es halt gut für uns. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch 13 Jahre dabei, jeder ist auch zu ersetzen. Und wenn Ronny dann halt gehen sollte, was dann für uns ärgerlich wäre, dann kommt halt ein neuer Spieler. Und hier, stopp, hier kannst du mich rauslassen. Alles klar. Also, hau rein, danke. Ciao. Das war dann wohl der richtige Zeitpunkt. Die Eintracht landet eine Woche vor dem Heimspiel gegen Bayern München endlich wieder einen Sieg. 3:2 in Fürth. Frankfurt ist punktgleich mit Schalke. Und jetzt? Bayern kommt, hat Juve im Hinterkopf und kann in Frankfurt Meister werden. Gute Voraussetzungen für ein Topspiel, für das Kapitän Pirmin Schwegler wegen einer Verletzung fraglich ist. Etwas außerhalb von Frankfurt ist eine Eintracht-Legende zu Hause. Spielzug besuchte Toni Hübler und seine Frau Christel. 83 Jahre ist Hübler alt, 41 davon hat er bei der Eintracht verbracht. Offiziell als Gärtner und Zeugwart, inoffiziell war er noch viel mehr Chauffeur, Berater und Freund. Seit 20 Jahren gibt es den Fanclub Kommando Anton Hübler. Einmal im Jahr trifft man sich im Keller der Hüblers. Dann wird einfach gefeiert, dann kommen sie und dann wird einfach gefeiert. Und das ist eine wunderbare Geschichte, das ist sind wunderbare Menschen. Und es sind ja im Verein bei der Eintracht nicht viele, die so einen tollen Fanclub haben.
Toni selbst sagt, nur Bernd Hölzenbein wird noch die Ehre zuteil, Namenspatron eines Fanclubs zu sein. Hübler, eine Institution der Eintracht. Er erlebte 23 Trainer, legendäre Europapokalabende und Triumphe, bereiste mit der Eintracht alle 5 Kontinente. Und noch heute fiebert er auf der Tribüne mit. Ich bin regelmäßig bei allen Heimspielen und bewundere auch unsere Truppe, die sich so großartig geschlagen hat bis jetzt mit dem Aufstieg. Es war natürlich ganz toll. Zum Training kommt Toni so gut wie nie. Sein großes Hobby, seine zweite Leidenschaft neben der Eintracht, die Jagd, beschäftigt ihn regelmäßig. Ich bin jeden Tag zur Kontrolle an Stellen, die ich eingerichtet habe fürs Wild, zur Kontrolle jeden Tag unterwegs. 2-3 Stunden, je nachdem, wie sie es gerade angenommen haben, die Tiere, und was ich dann zu tun habe. Vor jedem Heimspiel aber schaut Toni im Museum bei Matthias Thoma vorbei. Hübler ist sozusagen ein Schatz für das Museum. Er kann Geschichten aus 5 Jahrzehnten Eintracht erzählen. Wobei, alles gibt Toni beileibe nicht preis. Was ihn sehr auszeichnet, ist, dass er verschwiegen ist. Der könnte natürlich Geschichten erzählen über die Eintracht, da würden wir uns diebisch drüber freuen. Aber über Tonis Lippen kommt kein böses Wort. Und selbst bei Leuten, mit denen er vielleicht seine Probleme hatte, er wird nie was Böses über jemanden sagen. Das bleibt intern. Zuverlässig, engagiert und dabei immer den Eintracht-Adler im Herzen, das schätzen und lieben die Fans an Toni Hübler. Vor allem die über 60 Mitglieder seines Fanclubs. Schon bald treffen sie sich wieder in seinem Keller. In diesem Jahr feiert der Fanclub 20-jähriges Jubiläum.